Servus und willkommen zurück zu meinem Let's Play Live Cult of the Lamb. Wir gehen mal predigen in unseren neuen Tempelaltar. Predigt, halte eine Predigt und entziehe deinen Anhänger Energie, um die Macht der Roten Krone zu stärken. So, machen wir mal. Kommt ran, meine Anhänger. Ah ja, drei. Durch den Glauben deiner Anhänger wirst du immer stärker. Kraft der Herde. Predigten. Oh, wie viele der auf dem Bild schon. Predigten entziehen ihnen Kraft und erlauben dir, neue Fähigkeiten, Waffen und Flüche freizuschalten. Oh, neue Waffen? Anhänger mit einer höheren Loyalitätsstufe erzeugen mehr Hingabe. Daher wirst du umso schneller neue Fähigkeiten erhalten, je mehr Anhänger du hast und je loyaler sie sind. Okay. Hier habe ich auch so ein Skill-Tree jetzt schon. Oh mein Gott. Ja, Herzen der Gläubigen. Erhaltet dauerhaft ein halbes Herz. Ja, gönnen wir uns. Diese Warp-Aufladung einfach. Geil. Prediger der Wahrheit. Errungenschaft. Ja, okay. Das haben wir ja jetzt gemacht. Wir machen jetzt mal nicht noch mehr, sondern wir machen... Dabei. Du warst eine unglaubliche Offenbarung. Ein geborener Anführer. Ich verstehe jetzt, warum du auserwählt wurdest. Wenn du einen Kult anführen willst, musst du Doktrinen verkünden, damit er dir gehorcht. Kehre in die Länder des alten Glaubens zurück und suche nach Geburtssteinfragmenten. Mit diesen kannst du eine neue Doktrin verkünden. Okay. Also. Neuen Run. Ich tue es trotzdem mal hier. Nee, brauche ich gar nicht. Ich tue es trotzdem kurz den Bärenbusch wegmachen. So, wie viel hast du hier noch? Zwei Stück, die nehmen wir auch gleich mit. Und dann kehren wir in des alten Glaubens. Jo. Geburtsstein verkünden. Wieder in diese Tür rein. Eine andere Waffe. Habe ich meine? Nee, ich muss eh die nehmen. Was auch immer das ist. 0,5 Tempo, 2,4 Damage. Weil das abdrücken. Okay, da muss ich jetzt mehr aufpassen. Theoretisch die Holzstatuen kann ich jetzt einfach mal wegklopfen. Oh mein Gott. Auch wenn ich eben viel Holz habe, ich meine, alles kostet mehr Holz als Stein. Das habe ich schon festgestellt. Und warum sollte ich die Puppen hier nicht mitnehmen, wenn ich es schon kann? Ich kann auch ein bisschen Gras mitnehmen. Ist nie verkehrt. Aber mit dem Ziel muss ich noch üben. Okay. Was ist das? Ist es besser? LOL! Ich dachte, ich muss die Dinger bumpen. Ich bin froh, dich gefunden zu haben. Ich habe gute Nachrichten. Jener, der wartet, ist zufrieden mit deinem Fortschritt und wünscht, dir eine Kronenfähigkeit zu gewähren. Oh. What? Okay. Aha. Oh. Getötete Gegner hinterlassen jetzt Eifer. Sammle ihn ein, um deine Flüche aufzufüllen. Eifer, Eifer ist der gerechte Zorn, den du durch das Niederstrecken von Ungläubigen erhältst und der wie Munition für deine Flüche wirkt. Ah. Getötete Gegner hinterlassen Eifer. Du lädst deine Flüche auf, wenn du ihn einsammelst. Okay, das heißt, ich brauche nicht unbedingt sparen. Jetzt machen wir trotzdem alles kaputt, in der Hoffnung, dass wir nochmal irgendeinen Loot bekommen. Aber der AOE ist auch cool. So, wir haben eine Map.
Nee, wir haben keine Karten mehr. Sind die jeden Run neu? Okay. Ist überall dasselbe Symbol, also gehen wir erstmal nach unten. Geh nach Süden. Ha, Tarotkarte. Ja. Ich spüre das heute Nacht. Achso, Tag 1. Oben rechts haben wir eine Timeline auch noch. Ach du Scheiße. Das Schicksal, wie sind Karten, die Hand im Spiel ist. Der Fleisch. Ich hab Fleisch mal überraschen. Jo, Karte ziehen. Was können wir denn machen? Okay, wieder Crit wie vorhin oder die Spinne. Verursacht Giftschaden bei den getroffenen Gegnern. Ha. Giftschaden würde ich jetzt pauschal gegen Bosse besser sehen, aber 10% Crit ist einfach 10% Crit. Ich probiere es erst mal mit dem Crit. Genau, und hier kann ich mir jetzt immer noch das Buch ansehen. Und nach unten geht es nicht weiter. Dann gehen wir jetzt halt nach oben. Geh nach Norden. Du gehst durch einen Wald. So, erstmal hier ein bisschen das ganze Gras wegmachen. What? Du bist also törichterweise stur bleiben, kleines Lamm. Kleines. Ich höre deine Lügen und ich rieche deine Fluch. Die rote Krone erhebt sich erneut. Aber was für eine unwürdigen Träger sie hat. Ah, Eldrei, kannst du mal ein Tüte Läschi in Düsterholz. Au! Fuck! Au! Okay. Okay, da habe ich eben kassiert. Ich habe jetzt keine blauen Herzen mehr eben. Vom letzten Mal. Das ist wirklich jeden Run neu. Ja, dann sollte ich eher Max Herz nehmen, oder? Oh, ich kann ja schießen. Das habe ich ganz vergessen. Gehen wir jetzt nach oben. Weil, nehmen wir jetzt mal zurück. Wir schauen doch erstmal nach links. Wenn es da weitergeht, dann gehen wir erst nach links. Boom. Hey. Oh. Okay, ich sammle doch nicht so viel, da ist instant. Oh, weg mit dir. Holz. Ein Holz für den Raum. Ernsthaft? Ja, okay. Für Muni haben wir eben gar keine mehr. Null. Ach, da oben links auch. Ah, jetzt, wo die Gebetsding war, habe ich jetzt so eine Füllstandsanzeige. Ah, jetzt ja, okay. Okay, das war gut. Die Range ist cool von der Axt. Bam. Ich muss ja ganz viel dodgen. Und ich habe jetzt wieder einen Schuss aufgeladen. Die Schüsse heben ja am besten für Bosskämpfe auf. Okay, direkt eine Kiste mit Karte. Oh, ein Herz. Woo! Zehn Chancen des Gegners, blaues Herz zu erhalten. Jo, haben wir wieder. Oh, jetzt können wir Wege wählen. Der Mittler gibt uns einfach nur Holz. Und dann kommen wir direkt zum Boss. Das wollen wir aber nicht. Da kriegen wir Essen, Haus. Haushalt der Händler, oder? Die Händlerkatze. Und Kampf. Das hier ist wahrscheinlich ein Anhängerkampf. Kriegen wir nochmal Ressourcen und was. Ich frage ja, was dieses Herz mit der Karte ist. Aber wir brauchen einen Anhänger. Komm, wir nehmen den Anhänger mit, oder? Nee, nee. Nee, wir gehen auf Ressourcen. Ich will wissen, was das Herz mit der Karte ist. Hallo? Die Herde ist bereit für eine weitere. Okay, hier ist massiv viel Holz einfach. Achso, Holz hacken. So, ob ich den so wegmachen muss, den Baum. Mein Gott, ein bisschen Gras noch. Kann ich die ernten hier, die Sträucher? Nee. Ach lol, das war's. Das ist echt nur Ressourcen und dann geht's weiter. Oh mein Gott. Ja, dann gehen wir da hin.
stand irgendwas Herz für Karte. Also 10% Chance, keinen Schaden zu erleiden, wenn du angegriffen wirst. Okay. Nehme ich was? Das Hingabestiel. Ja, machen wir doch. Göttliche Inspiration, Freddy. Nice. Die Statue kann ich doch bestimmt auch kaputt machen gleich, oder? Natürlich kann ich die kaputt machen. Hey, wieder setzt sie wieder zusammen. Okay, ich kriege auch nichts Neues dafür. Dann müssen wir nach oben weiter. Weg damit, Münzen! Den ganzen Dreck hier wegmachen, dass sie irgendwie noch versteckt. Da hinten im Busch eiert noch einer rum. Ja, genau gesehen. Oh. Ja, dann hauen wir die halt einfach. Der Schuss macht ein bisschen zu wenig Schaden. Oh, ein blaues Herz, ein halbes. Ha, ich habe auch ein volles blaues Herz bekommen. Cool. Ja, oben links ist eigentlich komplett egal. Wir gehen mal links. Ups, das war falsch. Verrückt. Jetzt habe ich das geschossen. Oh, lol. What? Ding geschossen? War denn das bitte? Oh, Gras nehmen wir mit. Nach oben geht's weiter. Oh, das sind jetzt Fragmente. Haro! Vor Äonen wimmelte es in diesen Ländern von Göttern und ihren Anhängern. Was geschah mit diesem Pantheon? Ach, es liegt in der Natur der Tiere zu vergessen und in jener der Götter vergessen zu werden. Vielleicht gingen sie fort, vielleicht schliefen sie ein, vielleicht verschlagen sie. Was? Vielleicht verschlangen sie und wurden selbst verschlungen. Die wenigen Verbleibenden schlugen Wurzeln, spannten Netze und formten diese Welt für sich und die ihren. Einst gab es ein Land mit vielen Göttern, Hunderten. Jetzt fliegt der Vogel weg. Ja, Geburtssternfragment. 3 Stück. Kann ich alle 3 nehmen? Tatsächlich. Ich greife den kompletten Geburtsstein hier. Cool. Alles questmäßig. Alles geskriptet hier. Du hast genug Fragmente gefunden, um einen Geburtsstein zusammenzusetzen. Geburtssteine werden verwendet, um neue Doktrinen zu verkünden, die dein Kult befolgen muss. Verwende den Altar deines Tempels, um eine neue Doktrin zu verkünden, sobald du einen neuen Geburtsstein zusammengesetzt hast. Jo. Lass mir das Gras noch mitnehmen. Blub, 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 blub. Das auch. Und weitergehen. Oh, was ist das? Nee, gerade eben sehe ich mich doch bei der Axt. Und das sieht... Achso, hier ist Ende. Ich könnte jetzt das Schwert nehmen. Warte mal, ich kann ja tauschen. 2405. Das heißt, der macht 1,2 auf 1 und der macht 1,3 auf 1. Also eigentlich ist das Schwert besser. Mit der Axt kann ich one-hitten. Ich bleibe jetzt erstmal bei der Axt für den Run. Und jetzt müssen wir weiter zurück. Warum ist da eigentlich so ein Pentagramm? Was heißt das? Nein! Oh, ich wollte doch nicht reinlaufen. Zurück, 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 zurück. Ja, okay, passt. Ich habe noch einen offenen Raum. Also wenn, dann gehen wir schon komplett durch. Da muss ich noch hin. Oh, Mann. Eine Karte. Ja, gut, dass ich hier nochmal hingegangen bin. Jo, was gönnst du mir denn? Ein blaues Herz oder verursacht Giftschaden bei getroffenen Gegnern? Ha, müsst ihr doch ein Schwert nehmen für Giftschaden, dass wir öfter hitten. Ja, komm, wir nehmen mal jetzt die Spinne. So,
So, das Fleisch gönnen wir uns, noch ein bisschen Gras. Zing! Fleisch. Okay. Und weiter geht's jetzt auch nicht hier, das heißt, jetzt können wir zum Boss gehen. Fuck, ich habe gar keinen Anhänger bekommen in dem Run. Oh, wir können hier wieder klauen. Bam, bam, bam. Wechseln sie die. Ja, mein Zauber gefällt mir überhaupt nicht eben. Mein Schuss, der ist irgendwie strange. Vielleicht beim Boss benutzen. Aber der macht halt zu wenig Damage. Der one-hittet die Viecher nicht. Dann muss ich zwei Schuss für einen normalen Gegner benutzen. Und das bringt es halt eben irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Oh, das Ding schießt. Oh lol, aber noch. Drei Münzen, aber ich dachte schon. So, wir haben jetzt oben so ein Schwert und unten so ein Schwert. Dann gehen wir einfach erstmal nach unten. Haha, Karte. Ja, okay, das Gras haue ich jetzt nicht kaputt. Scheiß drauf. Karte. Ein zusätzliches halbes rotes Herz. Oh. Meister des Fachs. Allgemeiner Waffenschaden erhöht sich um 1,2-fach. Oh, das ist stark. Bei 1,2 mal, weil ich die Axt habe, die hat hohen Base Damage. Und da der Waffenschaden sich erhöht. Oh ja, das ist stark. Das ist, glaube ich, stark. Weil mein Base Damage kann ich hier kurz aus Inventar. Ja. Ne, Spieler, da meine Axt. Hat jetzt 2,8 Damage. Oh, das ist krass. Der hat 2,9 der Flammenschuss sogar. Der macht mehr Damage. Ja, okay. Okay, das Gift ist cool, da können Gegner die was nicht. Gut. Ist das vergiftet? Nö. Oh, was spawnt da jetzt? Wieder eine neue Waffe. Könnt ihr überall in jede Seite mal grob reinhauen. So. Was haben wir denn? Klingen mal 3. 1,5 auf 1 ist natürlich schon wieder was anderes. Offenbar habe ich da auch mehr Damage, weil das ist ein Pfeil nach oben. Ich mache 2,8 mal 0,5. Achso, offenbar wurde nur der Damage von der Axt erhöht durch die Tarotkarte und nicht der von allen Waffen, oder? Ja, wir behalten jetzt trotzdem die Axt. Wo geht's lang? Direkt zum Boss. Ja, okay, mach mal. Gott, schaust du hässlich aus. Was ist das? Okay, der ist gut. Da kann man wieder mal hitten und hitten und hitten. Nein! Und du bist vergiftet. Stirb! Bam! Auch wieder ohne Damage zu kassieren, oder? Weil wir hier die Ecke nehmen wir natürlich mit. Weil es auch nichts bringt. Und die Ecke auch. Schaut hässlich aus. So. Konvertieren! Was bist du denn für ein Vieh? Was für eine Spinne? Anhänger wartet. Oh, und jetzt können wir wieder auswählen. 5 Bären, 22 Gold. Und eine Blaupause. Ich nehme mal das Gold. Oh, und ich habe wieder einen neuen Stein bekommen dadurch. Nice. Und jetzt? Ah, zurückkehren.
Und wir kriegen jetzt 20% Bonus. Fleisch, 4 Gold, 10 Münzen. Oh, ist nice. Nice, nice, nice. Und ungefähr gute 10 Minuten für den Run. Oh, was ist jetzt? Oh, sehr gut, mein Gefäß. Wie es scheint, habe ich gut daran getan, dich vor dem Tod zu bewahren. Ich werde jeden einzelnen deiner Schritte beobachten. Enttäusche mich nicht. Okay. So, wie viele Steine kriegen wir denn jetzt hier? Wow, ein Holz? Echt? Halt, ich will hier einsammeln. Wir müssen erstmal die verwenden, dann nehmen wir jetzt erstmal Schlafsäcke. Ich glaube, die brauchen wir. Schlafplätze sind wichtig für Anhänger. Was haben wir da jetzt? Hat? Oh, Gräber. Yay, wieder eine Super. Hm, jetzt Leichen oder nehmen wir jetzt die Acker? Das ist das Farmpaket. Ja, nehmen wir jetzt mal Acker. Brauchen wir keine Leichen für gerade. So, kann ich jetzt mit Anhängern Feldfrüchte in der Nähe zu bewässern. Neue Samen, um deine Anhänger aussehen können. Ah. Nice. Und hier? Aus deinem Samenhänger. Was ist mit dir los? Anano, was hast du? Shalom, Baka. Großer Anführer, der Kult wächst mit jedem Tag. Es wird Zeit, ihm einen Namen zu geben. Oh! Ja, wie nennen wir uns denn? Ah, jetzt. Ja, wir. Wir sind der Chronismus. Nein, der Kult des Lapens. Wie nennen wir? Wir sind Chronisten. So, achso. Annehmen. Chronisten. Das hat einen schönen Klang. Warum bist du jetzt so traurig? Was kannst du? Ich hätte vor, an deinen Anhänger arbeiten. Weiß nicht, was machst du eigentlich? Nee, du warst der Steinklopfer, oder? Die sind alle unglücklich. Warum sind die unglücklich? Wegen wenig Gebet. Oh, scheiße. Und Hunger. Hunger haben sie auch. Erstmal machen wir die Doktrin. Und eine neue Predigt. Wir brauchen mehr Glaube. Das ist unglücklich, weil zu wenig Glaube da ist. What the fuck, muss ich nicht noch ein wenig doktrinieren? Ich hab doch ein neues... Oh mein Gott, nein! Ja, okay, fuck. Ich muss doch hier, ja, ich hätte ihn erst mitnehmen müssen vor der Brille. Fuck! Ein Walefa! Ja, nehmen wir mit. Oh, was kannst du denn? Figur. Erhalte bei Rekrutierung dieses Anhängers sofort 10 Glauben! Oh mein Gott. Er ignoriert die Predigten von Abweichlern. Ah, das ist cool. Der gefällt mir. Oh fuck, ich hab. Aber der hat schon so ein Zeichen auf der Stirn, das passt schon. Du tust auch mal Steine klopfen. Wir haben Hunger. Was können wir denn kochen? Fleischmahlzeit, Bärenmahlzeit. Wertvolle Ressourcen hinterlassen werden. Du brauchst nämlich 2 Fleisch. Wie viel Essen muss ich denn kochen eben? Ah, machen wir 2 Stück. Okay, 2 Stück ist gut. Kochen. Easy. Nährt, labt euch. So, wir könnten ja mal eine Doktrin. Krone. Die neue Doktrin verkünden.
Und wenn er ein Gebot schon hat, den das Kult zu verkünden, wie eine Gattin. Oh fuck, weil meine Doktrin. Ich schaue ihm auf die Uhr. Da weiß ich. Doktrin machen wir in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Servus.